Seid gegrüßt und willkommen wieder zurück zu Alien Isolation. Ich hab mich ein bisschen erholt. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Das werden wir gleich machen. Aber erstmal schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und jetzt mal ein bisschen auf Topic. Damals, wo das Spiel rauskam, habe ich es mir damals noch richtig schön original gekauft. Ich weiß nicht mehr wo, Saturn oder Mediamarkt bei Otto oder bei Amazon. Das weiß ich mit Sicherheit nicht mehr so ganz genau. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Schön die Originalverpackung Alien Isolation, die Wibley Edition damals gegönnt, war damals auch richtig schweineteuer. Und ja, jetzt haben wir ja alle digital, jetzt kannst du ja keine Spiele mehr für den PC kaufen. Hier noch mit Verpackung noch mit, oder mit CD dazu. Ja, das hast du leider alles nicht mehr durch den digitalen Mist, den wir jetzt hier haben. Damals hast du noch eine schöne CD bekommen. Mit einer Verpackung, mit einem Handbuch. Ja, das hast du heute leider nicht mehr. Und ich habe so viele geile Spiele, wo ich mir gesagt hätte, das möchte gerne in der Verpackung haben. Mit einem Handbuch, mit ein paar CDs drin. Aber ist ja heute einfach nicht mehr drin. Durch den ganzen digitalen Mist, den wir jetzt hier haben am Start. Aber na gut, können wir leider nicht ändern. Nee, wollte ich einfach nur mal so euch zeigen. Weiß gar nicht mehr, wie teuer das Spiel damals war, aber ich glaube auch so um die 40, 50 Euro hat das schon gekostet. Aktivieren Sie das primäre Alarmsystem. Ja, hier ist mal wieder die Scheiße am Überkochen. Kann ja nur die eine Tür sein hier. Nee, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Nee, das ist die andere Tür. So, jetzt ist hier richtig Alarm. Schön die Aufmerksamkeit zu mich ziehen. So, genau, hier sind wir wahrscheinlich richtig. Jawohl, oder? So, dann wollen wir mal das Teil hier mal schnell hacken. Oh Gott, oh Gott. Wo ist es? Wo ist es? Hier oben. Und hier. Wunderbar. So, jetzt ist die Scheiße hier richtig am Dampfen, weil wir müssen aus dem Labor entkommen. Würde gerne machen, aber es ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssten einmal den kompletten Weg zunächst.
Wenn ich jetzt dort durchkrieche, dann komme ich doch da raus. Aber komm, ach, ich verzichte drauf. Wir machen das immer wieder schön auf der klassischen Art. Schön langsam, schön entspannt. Und dann werden wir schon. Unser Ziel erreichen. So, nur noch 47 Flammenwerfer. Ja, komm, scheiß drauf. What? Na, schöne Scheiße. Oh, das ist mega schlecht, ey. Oh, diese kleine Drecksau. Der hat uns mal schön fett verarscht. Naja, entspann dich mal. Nochmal sehen Sie den Druck in der Luftschleuse. Oh, wo muss ich denn das machen? Okay, da vorne an der. An dieser Scheißtür. Warten Sie, bis der Druckausgleich abgeschlossen ist. Jetzt ganz ruhig.
Der hat uns ja mal schön fett verarscht. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, Wade. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Der hat uns echt als Köder benutzt, ey. Oh, was eine Schlange, ey. Okay, auf jeden Fall ist es hier schon mal etwas ruhiger. Bett muss natürlich auch mal sein. Können wir in Ruhe die Sachen hier herstellen. Davon haben wir ja hier noch. Dann könnten wir auch endlich mal ein paar Sachen hier einsetzen. Eine schöne Blendgranate hätten wir noch zur Auswahl. Ja, dann können wir hier noch was einsetzen. Medikit können wir noch mal herstellen. Ja. Perfekt. Dann sind wir ja erstmal wirklich sehr gut ausgerüstet. Ja, den Flammenwerfer könnte man mal nachladen. Sehr schön. So. Weg mit dem Schmutz. Ob die Kreatur wirklich tot ist? Also ich bitte euch, auf keinen Fall. Das wäre ja zu einfach. Ah, das kennen wir doch hier irgendwo her. Jetzt kann ich doch die ganze Scheiße hier aufschneiden. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke! Ui! Eine Pumpgun. Sehr schön. So, und hier waren ja viele Räume, die ja auch verschlossen waren. Ich
Kann ja mal gucken, ob hier noch irgendwas verschlossen ist, wo wir noch hin könnten. Ja, das steht schön in der Mitte. Den werden wir natürlich gleich mal richtig mega wegpusten. Oder, ja, genau. Greifen Sie keine Verbündeten oder Zivilisten an? Er hat doch zuerst geschossen. Oh, ey, what? Woher soll ich denn wissen, dass es meine Verbündeten sind? Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert. Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmung auf Omega. Ja, fängt ja schon mal wieder wunderbar an. Ey, woher soll ich denn wissen, dass es meine Verbündeten sind? Hätten ja auch Feinde sein können. Ja, jetzt steht da keiner. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Und warum ist jetzt hier keiner? Oh, was willst denn du jetzt von mir? Ey, das sind ein paar Schweine. Ja, jetzt machen wir die Androiden wieder hier. Stress. Ey, was ist denn hier los, Leute? Ey, jetzt reicht ja aber, ey. Ab, ey. Mann, Mann, Mann. So, nehmen Sie den Aufzug. Aber eins verstehe ich nicht. Eben standen da noch Verbündete und jetzt stehen da keine Verbündeten, jetzt stehen da Androiden. Hä? Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir
leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Naja, okay. Muss ich nicht verstehen. Okay, da ist schon mal richtig schön fett abgeriegelt. Ach, Tür verschlossen. Gut, dann spreche ich mal wenigstens hier schon mal erstmal ab. Also es muss dort weitergehen. Weil anders komme ich da gar nicht hin. Das hier ist nämlich zu. Tür verschlossen. Ich habe hier auch gar keine... Oder ist hier irgendwo ein Schacht? Öffnen Sie die Sicherheitsgitter der Galerie. Ach, der fährt jetzt in den Schacht drin und dann können wir dort durchkriechen. Ja, schießt du mal. Ihr macht das schon. Ah, perfekt, ey. Und clever gemacht, ey. So, ich werde mir mal so ein Medikit reinhauen. Ah, oh, jetzt sieht es mir wieder kräftig besser. Herstellen. Herstellen. Ein Geräuschemacher kann ich nicht herstellen. Ein Medikit könnten wir noch mal herstellen. Weil wir haben ja so viel eingesammelt. Okay. Dann können wir den Schrott schon mal mitnehmen. Aber dass die Bots Androiden so ein Theater machen, ey. Bauplan verbessert. Ey, das ist echt. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Genau meine Rede. Die Androiden haben mächtig was an der Birne. Ja, speichern wir hier nochmal ab, weil es so viel Spaß macht. Aber auf jeden Fall ist es hier schon mal schön entspannt, mal kein Stress hier. Außer die Androiden, das ist kein Problem, die können wir wegpusten. Aber die Kreatur, ey, die macht schon echt Ärger.
Da steht hier mal ganz entspannt. Entspannt. Ja, warum muss auch die Tür dort offen sein? Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Oder wir nehmen den Schacht. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo der hinführt. Hier ist überall zu. Ja, wahrscheinlich. Warte mal, Moment. Ah, ich dachte. Dort wäre ein Schacht gewesen. So, wo ist denn unser Flammenwerfer? Mal schön nachladen. Oh, hier liegt ja massenhaft Zeug rum. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Also wenn er nicht mal weiß, was hier abgeht, ey, dann weiß ich das erst recht nicht. Oh. Natürlich. Den Strom wieder einschalten. Gehen Sie zum Marshall-Büro zurück. So, sind das jetzt Verbündete oder sind das Feinde? Kann ich Ihnen helfen? Die haben recht. Die Androiden drehen wirklich am Rad. Völlig Banane, die Androiden. Ey, ey, schieß nicht auf mich. Oh, da wird aber fleißig rumgeballert. Die Androiden machen diesmal ernst, ey. Zur Not könnte ich nochmal ihn schocken. So, hier geht's nicht weiter. Das
Ey, wo geht's denn hier weiter? Ey, wo geht's hier weiter? Ich muss noch mal den kompletten Weg zurück. Er ist ja merkwürdig. Muss ich jetzt den ganzen Weg jetzt wieder zurück? Ich gehe mal zurück, vielleicht hat sich ja da irgendwo sich eine Tür geöffnet. Weil dort kam ich ja irgendwie nicht weiter. Nee, hier ist wirklich alle zu, ja. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist auch zu. Naja, hier renne ich ja wieder zurück. Das ist absoluter Quatsch. Ey, wo geht denn es da weiter? Also ich habe weder einen Schacht gesehen, noch irgendwo eine Tür. Hier komme ich doch. Ne, hier komme ich doch nirgendwo rüber. Die ist zu. Ey, wo geht's denn hier weiter? Ich dachte, das wäre so ein Tor wie das da. Und das geht nicht auf. Oh, ey. Könnte ich schon wieder. Halt doch einfach mal den Rand, ey. Da verstecken die so eine Tür, wo man denkt, da geht's nicht weiter. Und dann geht auf einmal die Tür auf.
Ja, ich folge dir. Ja. Ja, ich folge dir. Wir müssen uns über Sicherheitsmaßnahmen unterhalten. Geh mir bloß nicht auf die Nüsse, ey. So, einmal vollladen, bitte. Dankeschön. Die Gefahreneindämmungsstufe auf Sevastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. So. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Sie können nicht hier sein. Sie üben es durch. Schweine! Waits! Waits! Finden Sie eine Alternativroute. Na klar doch. Zu. Strom wiederherstellen. Zu. Und nochmal zu. Aber da oben war ja was. Du Sack, ey. Hier oben, wo wir den Androiden umgelegt haben. Hier ist nämlich noch eine Tür. Und die geht natürlich nicht auf. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. So, jetzt wo lang, ey? Finden Sie eine alternative Route, ey. Ist doch nicht euer Ernst, ey. Warum muss das immer so kompliziert sein? So, da war nämlich alles verrammelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Also hier kann's never sein. Nee, da ist es auf... Nee, also...
Da kann's nicht sein. Wo war die alternative Route? Auf einen Hiwi ist immer Verlass. Jeder Hiwi-Synthet wird bei Seekson vor Aktivierung einer Vielzahl an Sicherheitskontrollen unterzogen. Denn wir wissen, dass wir Maschinen bauen, nicht Menschen. Seekson, morgen gemeinsam. Ah, es ist auch so verhext, ey. Okay, erstmal hier bestimmt wieder was zum Lesen. Hilfe. Hey, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anestora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Cystek-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Untertauchen. Wenn sie wieder nüchtern sind. Ja, sorry nochmal, falls ich hier manchmal blind durch die Gegend renne. Aber manchmal weißt du nicht, wo lang, oben, unten, links, rechts. Aber es sieht eigentlich sehr gut aus. Die Tür war vorher nicht offen. Hoffen wir mal, dass es auch hier auch die richtige Route ist. Ah, es sieht auch alles gleich aus, ey. Es sieht wirklich alles gleich aus. So, wir checken das erstmal hier hinten. Nicht, dass hier wieder irgendwo ein Schacht ist, aber ist nicht. Hier ist eine Tür, wo wir noch nicht waren. Ah, es sieht so identisch aus wie da oben, ey. Ach, da ist wieder so ein scheiß Schacht, ey. Kannst dich so extrem verlaufen hier. Und bitte sei offen. Oh, Gott sei Dank. Mama mia. Und wieder ein Terminal. Jawohl. Was ist dein Plan? Ja, das freut mich manchmal auch, was hier mein Plan ist. Hey, Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Oh, hoppala. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech.
Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von der Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen, oh, was dein Name, ey. Sicherheitsrisiko. Blöd, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Oh, super, ey. An alle Einwohner von Sevastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol und den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugabänderung der Versorgungshilfe hat keine Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Sollten sie Vorräte dennoch zur Neigung gehen, kann es zur Rationierung kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie sich verdächtige Aktivitäten den Sexton Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit der Colonel Marshalls Nachforschung anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen Sie jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sextons Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Ja, dann nimmt über die Zwangsräumung in Kauf. Die Menschen haben Angst. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Ja, die Kreatur kann man nicht einfach so töten, das geht nicht. Außer man schleudert sie irgendwo ins Weltall. Dann ist es vielleicht machbar. Oder im Extremfall richtig derbe abfackeln. Okay, Inventar ist knüppelvoll. Ja, das war mir klar. Da kriegt er schön was auf der Mütze. Von da sind wir gekommen. Das müssen wir uns mal richtig merken. Hier liegt eine Leiche. Inventar ist voll. Oh Mann, ey. Folge dir nirgendwo hin. Ja, von hier sind wir doch gekommen, oder? Ey, jetzt sagen wir jetzt nicht, das ist jetzt hier wieder. So eine beschissene Sackgasse, ey, der Dreck am Rad, ey. Das kann doch nicht sein. Ach, da ist ein Schacht, ey. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen, ey. Nur in den Augenwinkel habe ich den Schacht jetzt gesehen, ey, sonst hätte ich ihn 100% nicht gesehen. Mein Gott, ey.
Okay, den hatten wir schon. Okay, wieder zurück. Okay, das Inventar ist bombenvoll. Aber hier waren wir noch nicht dran. Erste Falle beseitigt. Raids, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper in Habitatturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Scharen an den Docks im Rautfall-Terminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden sie einen Weg in den Transnit zum SkyMed-Turm. Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Oh, die Krankenstation, ey. Oh, ne. Haftnotizen. 13.11.2031, Zelle 2, Marlow Henry, Verbrechen, Status unbefristet, Inhaftierung. 18.11.2137, Zelle 1, Tanaka Mike, Verbrechen 342, Trunkenheit, Status Ausnüchterung, in Zelle über Nacht, mit Verwarnung entlassen. 2.12.2137, Zelle 3, Webster Robert, Verbrechen 343, häuslicher Zwischenfall, Status entlassen wegen stadtweiten Sicherheitsverstoß. Okay, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier abspeichern. Bedanke mich recht herzlich mal wieder für die spannende Mission hier. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehen uns auf jeden Fall uns in der nächsten Runde wieder. Haut rein und bis dann.